Mein Name ist Dirk Reifs. Moin, und ich bin Neumünsteraner seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin auch Künstler seit vielen, vielen Jahren. Und ich male überwiegend mit Acryl. Ich bin Rentner oder fast Rentner und versuche jetzt gerade, mich und andere zu motivieren, bestimmte Dinge zu machen, so in ihrer Freizeit oder auch während ihres Berufslebens. So habe ich die Idee gehabt, vor gut 2 Jahren mit den Kollegen von der Holzenhalle zu sprechen und eine Messe zu initiieren. Diese Idee ist dann natürlich wie viele andere auf Eis gelegt worden, weil wir ja Corona hatten. Und was passiert jetzt? Jetzt findet sie statt. Wir haben Künstler aus ganz Schleswig-Holstein versammelt. Wir haben mittlerweile allerdings auch eine internationale Beteiligung durch Künstlerinnen aus Österreich und der Schweiz. Wir haben Menschen aus ganz Deutschland, die bei uns ausstellen wollen. Aber natürlich ist der Großteil aus Schleswig-Holstein. Und da geht es von der dänischen Grenze bis nach Hamburg. Und es sind also alle Kunstarten vertreten, die wir uns vorstellen. Wir werden Gemälde sehen aus Acryl, aus Aquarell, wir werden Ölgemälde sehen, wir werden Mixed Media in allen möglichen Kombinationen erfahren. Wer uns besucht, sieht Fotografen, die ganz normale technische Fotografien machen, 1A, oder ein bisschen ja, romantische Szenen oder verwaschene Bilder, verwunschene Bilder zeigen. Jeder in der Regel mit unbearbeiteten Fotos. Die sind so gemacht worden und man sieht, dass sie so gemacht worden sind. So, wir haben Skulpteure da, Bildhauer, die uns mit Kunstwerken aus Holz in jeder Größenordnung erstaunen lassen. Und wir werden Metall erleben, Metallkunstwerke von Bildhauern, die sich auf dem Sektor tummeln. Ich glaube, das wird eine einmalige Erfahrung, weil für Neumünster ist das die erste Ausstellung dieser Art, auch die erste Ausstellung in dieser Größenordnung. Und dadurch, dass wir eben so viele Leute sind und so viele vielschichtige Kunst zeigen können, haben wir tatsächlich den Vorteil, dass wir zentral in Schleswig-Holstein alles erreichen können, was Interesse an Kunst hat. Und ich glaube, wir werden Leute aus Dänemark als Gäste sehen. Wir werden Leute aus Schleswig-Holstein natürlich als Gäste haben. Wir werden unheimlich viele aus Hamburg haben und wir werden Menschen aus Bremen und Hannover und Berlin erleben. Wir werden als Gäste, als Zuschauer, als Besucher. Das Schöne daran ist, wir haben uns etwas einfallen lassen, gemeinsam mit den Holzenhallen. Geht ein Teil des Eintrittsgeldes für die Musikschule als Spende oder an die Musikschule als Spende, und die wird damit die frühkindliche Musikerziehung fördern. Wir hoffen natürlich auf viele Besucher und es wird einfach sein, es sind genügend Parkplätze da. Kommt, guckt euch das an und staunt.